Die Bildungssprecherin der Grünen ist am Wort, Sibylle Hamann. Dass wir diese Sommerschulen tatsächlich wirklich schon im ersten Sommer unserer Regierung auf die Reihe kriegen, hätte ich nicht im Traum zu wünschen gewagt. Ich habe einmal das Wort kühn verwendet dafür, dass wir uns das getraut haben, das so schnell auf die Beine zu stellen, gerade aus einer Krise heraus. Aber ich glaube, so wie es jetzt anläuft, schaut das alles schon ganz gut aus. Klar gibt es jetzt Kritik, aber ich höre jetzt zu der Kritik und ich werde nicht recht schlau daraus. Weil einerseits heißt es immer, es war vielleicht zu schnell, dann war es vielleicht zu langsam. Dann heißt es, der Kreis der Kinder, die dorthin gehen, ist zu klein. Dann heißt es, der Kreis der Kinder ist zu homogen oder zu heterogen. Mal heißt das Konzept ist schlecht, dann heißt das Konzept sollte ausgedehnt werden, auch auf andere Fächer. Da weiß man nicht recht. Und speziell, wenn ich jetzt in Richtung der SPÖ schaue und dieses unbestritten schöne Modell der Summer City Camps, das Rot-Grün gemeinsam in Wien hat, was ist denn jetzt das Problem? Ist das Problem, dass die Sommerschulen zu ähnlich sind wie die Summer City Camps? Oder ist das Problem, dass sie sich zu sehr davon unterscheiden? Wieso? Wieso kann man das nicht einfach nehmen, dass wir das als Inspiration genommen haben und dass beides nebeneinander existieren kann? Etwa gleich viele Anmeldungen gibt es im Moment in Wien für die Sommerschulen und für die Summer City Camps. Freuen wir uns doch für jedes einzelne Kind, das entweder das eine oder das andere besucht oder sogar beide. Ja, wie wird das heuer laufen? Es wird nicht perfekt laufen im ersten Durchgang. Wir werden Dinge ausprobieren. Es werden sich ganz viele Leute ganz sicher sehr anstrengen. Wir werden uns das anschauen und wir werden ganz sicher aus dieser Erfahrung lernen. Und wir möchten es nächstes Jahr besser machen, weil was wir uns tatsächlich vorgenommen haben, ist das zu einer Dauereinrichtung zu machen. Punkte, über die wir sicher nachdenken werden. Die Zielgruppe, wie wir sie genauer definieren und wie wir sie wahrscheinlich sogar ausweiten werden. Ein ganz wichtiger Punkt, den wir von den Summer City Camps lernen können. Wie machen wir das mit der Verschränkung mit den bereits bestehenden Betreuungs- und Lernangeboten, die die Länder jetzt schon anbieten? Dass wir da zwischen Vormittag, Nachmittag mit einem Mittagessen, mit gemeinsamen Sportangeboten, Bewegungsangeboten eine gute Verschränkung finden. Ja, und wie machen wir das mit der idealen Einbettung in die Lehrveranstaltungen auf den pädagogischen Hochschulen, wo die Studierenden ja auch Praxis sammeln können? Ja, was ich allerdings schon glaube, was ideal ist, ich glaube, dass diese 2 Wochen am Ende der großen Ferien der ideale Zeitpunkt sind, weil wir wissen aus allen Studien und auch aus den Erfahrungsberichten von Lehrenden an den Schulen, dass der Schulanfang ein sehr, sehr herausfordernder Moment ist. Es gibt Kinder aus bildungsnahen Familien, die haben den Sommer nützen können, um da Erfahrungen, Erlebnisse zu machen bis hin zur Kinderuni. Und es gibt Kinder aus bildungsfernen Familien, die wenig Anregungen, wenig Möglichkeiten haben, die oft sogar vieles vergessen haben über den langen Sommer, was sie im Sommersemester schon gelernt haben. Ja, und die brauchen dann viele, viele Wochen, um Tritt zu fassen im Herbst. Und ich glaube, gerade für die ist es eine ideale Sache, wenn sie eine Art Vorsprung bekommen, wenn sie was machen können 2 Wochen lang, was ihnen Spaß macht, wo sie in die Sprache reinkommen, wo sie Selbstbewusstsein tanken, schon was auf die Beine stellen. Ja, damit Sie ja, die richtigen Voraussetzungen für den Herbst haben. Ich freue mich drauf. Und sie freut sich auch darauf, dass es diese Sommerschulen überhaupt gibt, von denen sie nicht gedacht hat, dass es sie so schnell geben werde. Es werde auch nicht perfekt laufen heuer, aber die Sommerschulen sollen eine Dauerlösung werden, sagt Sibylle Hamann, Bildungssprecherin der Grünen.